wir fahren jetzt nach Germs und treffen jetzt mit dem Hannes Innerhofer, Bauer, Musiker, Feuerwehrmann, Weinbauer, Äpfelbauer, also wirkliches Multitalent. Und der hat eine ziemlich krasse Geschichte zu erzählen, deswegen cool. Servus, Dom. Okay. Also wie geht's dir? Erzähl mal. Ja gut. Den Umständen entsprechend gut. Also nix. Und jetzt kommen wir zur Baustelle. Also es hat vor einem Jahr, ja vor einem Jahr war es, oder? Ich glaube es ja, ja. Nein, das ist immer. Hat es gebrunnen. Man, der Stadt lag gebrunnen, die und zwei Nachbarhäuser sind mit gebrunnen und wir sind jetzt zum Glück schon in der Aufbauphase, also deswegen haben wir dort schon angefangen, also wir haben da Maschinenhalle gebaut und ja, es kommt halt noch, wir sind halt mitten in der Baustelle. Sicherlich haben wir eine riesen Hilfe für Leute gehabt, sei es finanzielle Hilfe, sei es menschliche Hilfe, sei es alles, was sie in Südtirol wieder rausgemacht haben, merkt man erst bei richtig bei so einem gewaltigen Unglück. Und ich muss wirklich sagen, das gibt dir auch ein bisschen Kraft, aber natürlich, du musst selber wissen, was willst du nicht. Du musst vielleicht auch ein bisschen auch ein bisschen näher sein. Also, das, wenn ich das jetzt heute mache, weiß ich nicht, hast das, wenn wir in 10 Jahren darüber reden, dann kann man sagen, okay, das ist, haben wir gut gemacht, oder wir reden in 10 Jahren darüber, kann sagen, okay, das hast du nicht so gut gemacht. Nicht? Aber es muss weitergehen, es ist, hilft nichts mehr. Mein Leben ist die Landwirtschaft, mein Leben ist der Wein, das ist für mich ein Schwerpunkt. Wir haben Gäste, das ist, man muss sich nicht einmal auf die anderen verlassen können, man muss selber etwas in die Hand nehmen und selber etwas kreieren und etwas dienen und danach kannst du sagen, okay, ich habe etwas getan und wenn es schief gegangen ist, dann kannst du wenigstens niemand anders eine Schuld geben, dann kannst du bei dir selber umfahren. Ne? Ich habe 5 Sorten im Umbau und zwar mir Weißburgunder, Fernatsch, Lagrein, 4 Rebsorten und 5 verschiedene Weintypen machen. Wir tun mir die alles selber kältern, also selbst als von der Traube sagen wir, bis zu der Weinflasche machen wir alles selber. Und wir sind ein relativ kleiner Betrieb, wir haben knapp 1 Hektar Fläche. Das Weinpappe unbelangt und Zell ist ungefähr, zusammen eben stehen die 4 Sorten. Und wir haben so eine Jahresproduktion von ungefähr 8000 Flaschen, die wir alle bei uns da auf dem Hof noch verkauft werden. Also wir haben keine Wiederverkäufe, das wird alles, bei uns über den Lohntisch oder alles praktisch direkt über meiner Person. Also wir tun alles so gut wie möglich selber. Schauen wir noch ein bisschen Keil rein und ich würde sagen, komm, wir trinken noch ein Glas auf dem. Klingt super. Ein schöner Sommerwein, wir haben sie jetzt richtig heiß genommen, also trinken wir einen schönen Sommerwein. Das ist nämlich so ein Rosé, etwas Bergs. Was ist das? Der beste Wein.